Irgendwas läuft unter mir rum. Wie hat mir das Vieh so viel Damage gemacht? Es entfernt für eine Zeit Prozent deiner Lebenspunkte. Ach so, und dann kommt es wieder und man hat die einfach nicht mehr, oder was? Das ist ja scheiße. Oh nein, nicht noch so ein Vieh. Jetzt habe ich irgendwie Schiss vor denen. Die kriegen zwar übertrieben auf die Fresse. Die kriegen übertrieben auf die Fresse, aber irgendwie ist das echt fies mit dem Lebenspunkt. Wie komme ich da jetzt ran? Kann ich es irgendwie anders? Ich höre nämlich rechts von mir, höre ich nämlich auch was. Einfach mit Macht oder hinten läuft das einfach volle Kanne. Und rechts von mir? Oder was? Okay, das waren nur solche. Okay. Das ist echt ein richtiges Horrorgame. Ich hab doch schon mal. Man of Medan war doch ein. Oh, oh. War doch ein richtiges Horrorgame, oder? Ja, aber jetzt machen die das komischerweise nicht mehr. Was war denn die Attacke? Was war denn die Attacke, die mir die Lebenspunkte abgezogen hat? Ein richtig geiles mit guten Jumpscares. Schön. Toll. Öffnen. Verschlossen. Wehe, du schreist. Ja. Aber diesmal war ich einigermaßen vorbereitet. Hold. Okay. Also sind es immer die gleichen, die schreien, oder? Ist nicht random? Ist nicht random, sondern sind immer die gleichen. Da gehe ich jetzt da lang oder gehe ich hier rüber? Ich glaube, ich bleibe erstmal auf einer Seite. Ich bleibe erstmal auf einer Seite und gucke jetzt mal, was hier noch so ist. Welches davon? Da sind Gegner bei. Aber die waren schwach gegen Pfeile. Machen wir erstmal die weg, dass wir dann einen Plunge-Attack machen können. Der heißt so, weil das ist wie wenn man in den Pool reinspringt und planschen will. Darum heißt das Plunge-Attack. Der Clip. Du hast es geklippt? Peace. Nein, warum sind hier 30 Millionen verschiedene Türen, die alle verschlossen sind? Ich hoffe, die gehen alle mit dem gleichen Schlüssel auf. Natürlich, hallo. So, Tatsache, da kommen wir jetzt nicht ran. Zum Glück erkennt man, welche von denen echte sind. Wow. Das war auch un... Hallo! Das war auch irgendwie unerwartet.
Okay, jetzt ist die Frage, machen die das alle, wenn man sie einfach nur stumpf anguckt, oder können sich nur einzelne verwandeln? Das war auf jeden Fall ebenfalls. Also das wird nicht mein Lieblingsgebiet hier, würde ich sagen. Das wird vermutlich nicht mein allerliebstes Lieblingsgebiet. You are my bestest friend. Ja, den lassen wir einfach drin, oder? Wir machen das cool. Geld aber viel aus. Okay, das hat großer Zauberschild. Okay, das hat geklappt. Der hat mehr ausgehalten, glaube ich, als die Viecher von denen, wo wir schon mal drauf getroffen sind. Aber diesmal habe ich ja eine Fackel dabei. Damit kann man sich ja diese Seuche, die einem geben, diese Würmer, diese Maden, kann man sich damit ja wegmachen. Das wussten wir beim letzten Mal noch nicht, als wir auf die Viecher getroffen sind. Aber jetzt weiß ich's. Zwischenteil hier ist nichts, oder? Oder musste ich hier irgendwas finden? Nee, geht so gar nicht weiter. Okay. Ich muss auf die andere Seite rüber. Aber wartet mal, wenn ich jetzt eh nur dumm rumlaufe, dann kann ich jetzt auch für die Zeit hier dieses mit Stell TP langsam wieder her, dass die paar Lebenspunkte, die mir fehlen, wiederhergestellt werden, dass ich den Buff von Lloyds Ring wiederbekomme. Und dann wechsle ich den gleich wieder raus. Das ist, glaube ich, eine geile Idee. Aber es ist echt wenig, was man da an Lebenspunkten bekommt. So, jetzt ist eigentlich nur noch... Genau, jetzt haben wir den Buff nämlich gerade wiederbekommen. Ja, irgendwas. Ich sehe auch was. Toll, toll, toll. Das Vieh anlocken. Okay, es macht überhaupt nichts. Dann ist ja gut. Schon irgendwie ein bisschen gruselig, wie die Viecher auf einen zugelaufen kommen. Schon ein bisschen gruselig, wie die laufen. Lässt sich von dieser Seite nicht öffnen, toll. So, und jetzt können wir dieses Vieh hier holen, was hier steht. Möglichst schnell, bevor sich das nämlich wieder verwandelt. Noch irgendwo eins. Gleiches Kiefernharz. Ist unter mir, kann das sein? Achso, jetzt habe ich. Ah, jetzt komme ich auf die andere Seite dadurch. Aber ich gucke erstmal hier noch weiter. Was hier hinten noch ist. Okay, große Litanitscherbe. Okay. Ja, also sobald es von Bloodborne ein Remake gibt, werde ich das auch spielen. Also ich habe das ja noch nie gespielt, ich kenne es ja gar nicht. Aber das, was ich schon davon gesehen habe, war schon ziemlich nice. Also, okay, es macht überhaupt nichts. Ich dachte gerade schon, was ist das hier? Auf einmal guckt mich da so ein Babygesicht oder was? Alien oder E.T.-Vieh an. Den habe ich ja gerade überhaupt gar nicht gesehen. Ist das lieb? Baby Rage. Ich hoffe, das war jetzt nicht schlimm, dass ich das gemacht habe. Be a friend, jetzt nicht mehr. Es schreit nicht. Sehr gut. Aber ich habe jetzt endlich irgendeinen Schlüssel bekommen. Ich
Jetzt ist die Frage, können wir damit irgendwas öffnen? Das checken wir jetzt mal. Fix. War hier am Anfang nicht ein so ein Ding? Hier? Verschlossen. Okay. Das war's nicht. Dann war da hinten auch noch verschlossen. Oh. Aber wenn ich da jetzt rausspringe, dann weiß ich überhaupt gar nicht mehr, wo ich bin. Ich glaube, das merken wir uns einfach mal. Aber das mache ich jetzt, glaube ich, nicht. Weil ich glaube, dann bin ich komplett lost. Verschlossen, okay. Dann brauchen wir noch mal extra Schlüssel. Bin ich lost Staffel 1 bis 7. So, und was war jetzt noch hier hinten, was hier noch so rumgeschrien hat? Unten, irgendwas unten. Kommen wir von hier aus auch gar nicht runter, oder? Hier kann man gar nicht runterspringen. Achso, genau, hier haben wir einen Schlüssel bekommen. Hier könnten wir jetzt runterspringen. Aber, oh, da unten sehe ich schon wieder diese Viecher. Aber ich glaube, ich gehe erstmal den normalen... Machen wir erstmal den weg. Los mit ihm. Oh, den haben wir gut reingesnipert. Boah, habt ihr das gesehen? Der hat instant mir meine Lebenspunkte abgezogen. Einfach nur, weil ich in der Nähe von dem war. Da ist noch einer. Okay, der ist jetzt böse. Den kann ich nämlich anvisieren. Sind die jetzt böse, weil ich dafür gesorgt habe? Also habe ich die böse gemacht? Oder sind die generell böse? Simpler Edelstein. Oder habe ich die jetzt einfach nur für mich sauer gemacht? Den Tisch wegmachen. Okay. Oh, wir machen gar keinen Schaden an denen. Mit normalen Angriffen. Man hat gar keine andere Wahl, als einen Bogen zu benutzen. Lasst mich raten, es geht von dieser Seite nicht auf. das sieht mir sehr, sehr, sehr nach einer Falle aus. Können wir da irgendwas machen? Nice. Das habe ich nämlich auch in einem Speedrun-Video gesehen. Man kann die nämlich mit der schweren Attacke von so einem Bogen kann man machen, dass die hinfallen und sich auf den Rücken drehen. Und damit kann man dafür sorgen, dass die nicht weglaufen. Voll die geile Strat. Aber was hätte mich jetzt angegriffen? Da, das Vieh hätte mich angegriffen. Das ist schließlich sowas von klar, dass das eine Falle ist mit dem Vieh.
Okay. Dann geht's ja nur noch da lang. Wo sind wir jetzt? Da unten kann man langlaufen. Heimatknochen. Oh, da liegt Loot. Oh, wartet mal. Ist das, wo man runterdroppen konnte? Wo war denn das? Weil da liegt Loot. Ich glaube, das ist das. Aber machen wir erstmal die noch weg. Das sind andere Viecher. Er kriegt aber auch einen Kopfschuss nach dem anderen reingedrückt. Der Arme. Freund oder Feind? Feind. Okay. Da unten kann man überall lang. Oh Gott. Ich glaube, der Dungeon ist noch ein bisschen. Ich glaube, der Dungeon geht. Ne, jetzt müssen wir nochmal komplett zurück. Weil ich das Item da will. Da müssen wir bestimmt aus diesem einen Fenster springen. Kann ich mir vorstellen. Dann haben wir den Dungeon hier gut geklärt. Und auch viele Abzweigungen aufgemacht. Theoretisch könnte ich jetzt auch einmal am Bonfire rasten. Weil dann muss ich ja nur diesen Gang entlang laufen hier. Aber nee, das mache ich jetzt nicht. Ist das jetzt hier, oder? Sieht fast so aus. Ja, doch, ja. Wappenring brüllender Drache. Verstärkt Zaubereien enorm. Brauchen wir jetzt nicht. Wohl, natürlich war das hoch genug, um Schaden zu machen. Und damit ist der Buff von Lloyds Ring weg. Und wir haben eine Mimik. Hat aber auch auf die Fresse gekriegt. Okay. Estoscherbe, das liest man doch gern. Okay. Okay. Wie viele kommen da bitte schön? Gucken, dass auch so Gegner sind, wo man einfach, wenn man schnell genug ist, die einfach kaputt kloppen kann. Es gibt aber auch anscheinend welche mit Armbrust. Natürlich sind das zwei. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das war falsch. Das war nämlich der Typ mit dem Hammer. Zum Glück habe ich verfehlt. Gehen langsam die Pfeile aus. Man kann einfach gegen die dodgen und dadurch hören die ihre Attacke auf. Okay.
Das sieht mir sehr nach Riese aus. Scheiße. Das ist natürlich jetzt nicht so geil. Oh, noch mehr von denen. Na gut. Er macht einfach gar nichts. Ich kann hier überall runter droppen, um zu diesem Riesen zu kommen. Aber ich kann alternativ auch hier runter gehen. Das mache ich doch einfach mal. Und dann bin ich wo? Ja. Ich meine, ich könnte einen Plunge Attack. Das wird ihn nicht killen. Scheiße. Ach du Scheiße. Aber vielleicht machen wir das mal mit einem Plunge Attack auf ihn drauf. Ich weiß das nicht. Bringt das was? Vermutlich werde ich es bereuen. Hat das jetzt was gebracht? Wenn ich wüsste, ob das was bringt. Ja, es bringt was. Jetzt habe ich gerade mal seine Lebenspunkte gesehen. Aber es bringt halt nicht viel. Und meine Pfeile gehen mir langsam aus. Aber ich könnte einfach nochmal so einen Attack machen. Das hat viel Damage gemacht, glaube ich. Ich glaube, das hat viel Damage gemacht. Und der pennt da ja immer wieder ein an der exakt gleichen Stelle, der Volldepp. Wie? Mist, ich hab kein Mana mehr. Oh. Nein. Er hat mich gekillt. Ich hab mich zu oft umentschieden. Ich habe mich zu oft umentschieden, wo ich eigentlich hin will und wo ich lang will. Scheiße. Idee. Erstmal kaufen wir uns jetzt neue Pfeile. Aber man kann ihn da töten. Man kann ihn da töten. Ah. Ja, irgendwie direkt zur Pfeile kommen, ja. So, und zum Glück haben wir ja eine Abkürzung aufgemacht. Das heißt, der Weg ist jetzt auch gar nicht so lang wieder zu ihm. Oh, wartet mal. Wir hatten eine Estus-Scherbe unterwegs eingesammelt. Ach, und eine Kohle hatten wir auch noch. My, my. The coal of that peaceable giant. Seems like ages passed.
I imagine his passing was long ago. I miss the old bugger, I do. My thanks. I'll be sure this coal is put to good use. I'll be smithing weapons never afore seen by the likes of ye. It's but a small service to pay my humble respects. Okay. So, also die kannten sich also, der Riesenschmied und er und André. Die gab es ja auch beide in Dark Souls 1. Reisen, Kerker von Irithiel. Ich muss mir, wenn ich was trinken soll, muss ich mir kurz eben was einschütten. So, jetzt kann es gleich weitergehen. Müssen wir nur gucken, ob wir einfach durchrushen können oder nicht. Ja, erstmal was trinken, hast recht. So. Den lassen wir einfach durch. Dann rushen wir gleich einfach aus dem Fenster. Ich hoffe, was auch immer da ist, es verfolgt mich nicht. Aber sieht man nicht so aus. Einmal kurz flüchten. Boah, das macht sogar Blut. Das macht gar nicht so schlecht Damage, den wir einen Scheißdreck. Ich wollte schon sagen, der wird mich ja hier wohl kaum treffen oder sehen. Greift er einfach durch. Er kann mich die ganze Zeit brechen, aber ich ihn nicht. Scheiße, jetzt müssen wir ja noch an den... Ach, Kacke. An den 30 Millionen Viechern nochmal vorbei. Scheiße. Da habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Die dürfen hier nicht so oft sterben. Mein Gott, ey. Komm einfach her. Jetzt habe ich irgendein anderes Assi-Vieh getroffen. Ach, da steht einer mit der Armbrust. Okay. Vielleicht müssen wir das doch alles ein bisschen langsamer angehen. Da lebt ja nur einer mit der Armbrust. Er kann anscheinend nicht so niedrig zielen, um mich hier zu treffen. Aber ich treffe ihn auch nicht gut. So, aber wie machen wir jetzt den Riesen? Wie machen wir jetzt den riesigen Riesen? Ich meine, der liegt schließlich ganz genau so im Weg, dass ich den...
meine, klar, ich könnte einfach dran vorbeieiern. Den einmal aufwecken und dann vorbeilaufen. Und vor allem, wo sind meine Seelen eigentlich hin? Wo liegen meine Seelen? Ist auch kein. Ich bin doch hier gestorben, oder? Da liegen sie. Toll. Okay, das hat aus irgendeinem Grund gut geklappt. Jetzt müssen wir das Ganze nur noch ein paar Mal machen. Ups. So weit, so gut. Mit der Cheese Dread. Ich meine, der kann jetzt eigentlich auch nicht mehr so viele Lebenspunkte haben. Eigentlich kann der nicht mehr so viel aushalten. Weil ich meine, als ich gerade einen einzigen Plunge-Attack und dann die paar Pfeile schießen gemacht habe, war der schon auf der Hälfte. Gibt's doch nicht. Wie, der ist jetzt auch auf der Hälfte? Hä? Hat er immer wieder resettet? Ich bin jetzt echt davon ausgegangen, dass der eigentlich schon lange hätte tot sein müssen. Aus irgendeinem Grund hat er mich jetzt getroffen. Oder resettet der immer wieder, sobald der einschläft? Oh, ich stand gar nicht drin in der Tür. Ich stand überhaupt nicht in der Tür drin, ich stand hier und trotzdem hat er mich irgendwie nicht getroffen. Okay, aber jetzt ist er weg. Okay, okay, okay. Damit kann ich leben. Jetzt wieder ein bisschen Lebenspunkte auffüllen, während wir rumlaufen. Das ist eine Leiter. Da sind da unten viele Ratten. Irgendwie ist hier Scheiße zum Kämpfen. Wenn jetzt irgendeine krasse Schubsratte dabei ist, liege ich unten und dann ist ganz schlecht, glaube ich. Okay, aber wie komme ich jetzt? Muss ich. Gibt es hier noch irgendeinen Weg, um nach unten zu kommen? Oder muss ich drunter droppen? Gehen wir erstmal weiter. Machen wir erstmal weiter.
Oh ja, okay. Viele Kle. Oh. Scheiße. Hat er mich gesehen? Renn! Okay. Okay, okay. Zum Glück kriegen die gut auf die Fresse. Langsam, aber stetig. Da noch weiter. Oh Gott, es geht immer weiter. Gehen wir erstmal hier weiter. Gehen wir erstmal hier weiter. Hier lag nämlich noch Loot. Seele von irgendwas. Irgendwas knattert hier. Das ist keine Mimik. Alter Zellenschlüssel. Oh. Oh. Okay. Zum Glück kamen die alle einzeln. Und ich glaube, die sind ja auch nicht mehr so schlimm wie in Dark Souls 1.